Warte mal, kommt das vielleicht aus dem Tunnel? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zurückgehe. Wo wir jetzt hier liebliche Musik haben. Scheint mir. Nee, scheint mir aber. Ah. Das Ding ist, warte. Ich bin, glaube ich, jetzt aus Versehen schon wieder richtig gelaufen. Ist zumindest vom Gefühl her, ich muss noch mal kurz runter. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Aber das Geräusch ist halt, es könnte halt wieder ne, einer unserer liebreizenden Freunde sein. Deswegen, ich werde mal bloß noch hier hinten gucken, auch wenn es da wahrscheinlich Sackgasse ist. Oder wir kriegen hier noch einen anderen Weg. Da. Jesus. I'm sorry. I'm sorry. Oh. I'm leaving. Scheiße, 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 Scheiße. Okay. Okay, was war. Hatten wir von dem Viech gelesen gehabt? Ich glaube nicht. Ich hatte immer gedacht, man kriegt halt mehr oder weniger eine Info zu den Viechern. Also, ja, vielleicht lag das jetzt an der Geschichte. Ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass da jetzt einer aufsteht. Okay, vielleicht sollte ich da besser doch nicht lang gehen. Aber so haben wir wenigstens mal das Viech gesehen. Also ich war wirklich, denke ich mal, richtig gewesen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das da hinten nichts gibt. Dann kann ich das nämlich ganz gut wieder übergehen. Das Ding ist. Ja, What's das. that sound? Ja, da sehe ich das Viech schon. Ich will bloß mal reinblenden. Ich meine, da hinten wäre sowieso, glaube ich, Sackgasse. Also wir dürften nichts finden. Deswegen ich. Ich werde das mal, ne, umgehen. Wenn wir schon da nicht lang müssen. Aber was. Warte mal. Da wurde zwar gespeichert, aber wurde. War das nach der Hütte? Hatten wir nicht hier noch eine Hütte gehabt? Denn ich habe ja immer mal gesehen, wir haben hier Sammlungen auch. Haben wir die Geschichten? Ja, die Brille ist noch eingesperrt. Hier sind's. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, aber wir haben ja hier noch einiges, was wir halt finden können. Das ist der Hirt. Gebt acht. Leute, ich kann auch nicht weiter runter, ne? Also es wird mir zumindest nicht angezeigt. Erics Geschichte wird mir gar nicht angezeigt. Das ist ja anscheinend nicht wirklich so gestaffelt, dass das nacheinander ist. Also wir werden bestimmt noch ein bisschen was finden. Der Krieg. Erics Geschichte 1, Notizen. Da fehlt nicht mal viel, oder? Ich habe es übersehen. Was halt ein bisschen schade wäre, das sind halt so eine Sammelsachen, ne, die ich gerne mache. Aber ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich habe vielleicht so ein, zwei Notizen schon vergessen. Oh nee, leck mich, da wäre eine Hütte gewesen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, da sind wir hoch, da war das Kackviech. Ich werde mich ja nicht verstecken können. Aber da wäre halt noch mehr. Also kann auch sein, dass wir jetzt über den Pfad da hinkommen. Weil dann würde ich ganz gerne nochmal versuchen, irgendwie zur Hütte zu kommen. Nein, ich habe schon wieder Viecher. Okay, wir kommen hier runter. Gut, gut, gut. Dann würde ich mal gucken, ob ich vielleicht zur Hütte komme. Ich mache schon mal das Licht aus. Bevor wir nämlich hier rüber gehen. Ich hoffe bloß, hier ist nicht noch irgendein anderes Viech davon. Aber zumindest den sicheren Weg gefunden. Und stören ihn hoffentlich nicht. Leute, wir kommen von der Seite aus nicht dahin. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ist der? So, das Wildschwein, Geschichten der Dorfbewohner.
Ja, das Wildschwein hatten wir schon gerade. Der arme Teufel, ich kenne ihn aus den Geschichten. Serin, der Verrückte, wurde, weil er jede Nacht von den hungrigen Kriegern von Valhall gebraten und gegessen wurde. Seine Flucht scheint ein sehr schlechtes Omen. Was sollen die Gefallen jetzt verspeisen? Wollte mich nachts an ihnen heranpirschen, um zu sehen, ob die Legenden wahr sind. Die Bestie schlief tief und fest, also hab ich mein Messer gezückt. Herrliches, blutiges Fleisch fiel von ihm ab. Muss ganz frisch gegessen werden, denn langes Warten verwandelt das Fleisch zu Rinde. Der Geschmack ist besser, als ich gewohnt bin, aber es lässt sich am nächsten Morgen nur schwer ausscheiden. Werd vielleicht Erik anbieten, etwas davon mit ihm zu teilen, wenn ihn sein Weg das nächste Mal zu mir führt. Die Götter wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt, seit die Abmachung getroffen wurde. Auch er ist eine arme Kreatur. Das hört sich aber fast so an, wenn Erik jetzt Kinder entführt und so, ne? Dass die eine, also wenn wir es von der Abmachung gelesen haben, dass das vielleicht mit den Göttern irgendwie zusammenhängt, dass jeder da seine Bürde zu tragen hat und es vielleicht an ihm liegt, die, naja, er muss das halt machen, auch wenn er es vielleicht nicht will. Oder zumindest am Anfang nicht. Ich weiß ja nicht, ob man denen auch irgendwelche Opfer darbieten muss oder so. Und da, ne? Obwohl die anderen Schicksale, Trolle, Weiß nicht, die anderen Schicksale kommen halt ihnen nicht so vor. Waren wir da unten schon? Nun gut. Also das Einzige, wo ich glaube ich noch nicht von getötet wurde, war wirklich halt so nix, ne? Ist das normal? Das ist doch kein normaler Berg. Wenn das ein Troll ist, ist das glaube ich auch kein normaler Troll. Alter, bitte steh nicht auf. Wenn mich jetzt der scheiß Berg verfolgt, dann bin ich am Arsch. Hä? Oh nein, was? Weißt du, ich muss... Könnt ihr vielleicht über die Klippe? Das wäre cool. Dann hätte ich nämlich wieder Ruhe. Okay, er hat ihn über die Klippe. Kann er vielleicht hinterher? Nein, das waren bloß zwei Trolle gewesen. Fuck, die gekämpft haben. Ach du Scheiße. Wenn ich das mal sehe, da ist ja wirklich The Hills of Ice eine ganz neue Bedeutung. Nicht, dass die mich das Ding beobachtet und ihn jetzt zu mir lockt. Was ist denn das Ding? Okay, der geht wieder. Ich trau diesem Scheiß auch. Gar nicht. Okay. Also am besten eigentlich gar nicht rennen. Aber wie komme ich an dem denn vorbei? Och nein, jetzt hat er sich wieder hingesetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Stellen uns hier wieder in die Ecke. Kann ich vielleicht noch weiter in die Ecke? Nein! Nein! Du Arschloch! Mutti, ich will nicht sterben. Auge, helf mir! Ja. Scheiße. Scheiß Troll, Alter. Vielleicht hätte ich auch die Gelegenheit nutzen sollen, während die da gekämpft haben, um dran vorbeizuwandern. Ich meine, die waren ja eh beschäftigt. Oder schließen die dann irgendein Bündnis oder so und sagen so, Futter. Lass mal auf den Verkloppen das Futter. Kann ja auch sein. Scheiße. Weil ich hätte eigentlich gedacht, okay, der hat sich hingesetzt. Ich darf halt wirklich, also wenn der sich jetzt wenn der da schon sitzen sollte oder so, ich darf halt wirklich gar nicht rennen. Ich darf halt wirklich null rennen. Okay.
war das fucking Auge. Die müssten sich gleich wieder kloppen, ne? Ich meine, vielleicht kann ich das ja nutzen. Die ist noch beschäftigt. Noch sind sie beschäftigt. Noch sind sie beschäftigt. Probieren wir das jetzt auf schnellem Wege. Nein! Nein! Wohin? 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 Ich dachte, ich könnte da auf der rechten Seite irgendwie schnell weiter, wenn die sich da, ne, also es hat ja gut funktioniert, dass ich dran vorbeigekommen bin, aber wo muss ich denn da hin? Ich meine, der eine Troll ist runtergeflogen und das sah mir jetzt, naja, sah halt sehr, sehr steinig alles aus und ich wüsste jetzt nicht, wo ich da jetzt noch weiterkommen sollte. Oder ich habe es zumindest erstmal nicht gesehen. Das Blöde ist ja, der reagiert, also zumindest das, was ich mitgekriegt habe, auch auf meine Taschenlampe. Also wie safe werden wir da sein? Fakt ist halt bloß, glaube ich zumindest, wir müssen an ihm vorbei. Nur wo? Also direkt rechts komme ich halt nirgendwo lang. Hinne. Ich wollte mich hier hinterm Stein verstecken, dass er mich vielleicht nicht sieht. Oh, leck mich, jetzt komme ich hier nicht weiter. Bitte nicht umdrehen. Mach auch ganz klein. Ja, er hat mich schon wieder gesehen. Wo soll ich denn hier hin? Hier komme ich nirgendwo hin. Ach, hier komme ich rüber. Ich habe die fucking Brücke gar nicht gesehen. Scheiße, und er kommt auch rüber. Oh, Dreck, 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 Dreck. Nein! Da war eine Brücke gewesen. Okay, jetzt, wir wissen auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Ich würde es ja am liebsten nochmal versuchen, dass ich straight vorbei renne, solange er noch beschäftigt ist, in der Hoffnung, dass er vielleicht zurückgeht. Weißt du, wenn wir hören, okay, er ist mit dem anderen Typen fertig, dass er sich vielleicht eh in die andere Richtung bewegt und ich dann aufhöre zu rennen, dass er mich nicht bemerkt. Weil wir hängen jetzt schon ziemlich lang an der Stelle. Also gefühlsmäßig. Ich weiß jetzt zumindest, dass es da eine Brücke gibt, wo ich hin kann. Okay, lass mal ausprobieren. Also jetzt muss ich halt wirklich die... Oder ein Baumstamm. Hat der mich jetzt gesehen? Er hat mich, glaube ich, gesehen. Scheiße. Komm, 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 komm. Obwohl, die Musik ist noch nicht da, ne? Also... Hat funktioniert, hat funktioniert. Wir sind durchgekommen. Das meine ich halt mit dem Licht. Hätte es gut sein können, wenn ich das Licht angehabt hätte, dass er mich trotzdem gesehen hätte. Ha, schön. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber... Und auch... gespeichert. Schön. Mit Mut und Enthusiasmus. Weitergekommen. Obwohl ich hier das Gefühl habe, ich komme eher wieder zurück.
Ah, nee, jetzt sind wir oben. Kann das manchmal sein, dass wir, relativ nah an Eriks Hütte sind? Sam, die Musik lässt mich eher ein bisschen vermuten. Also ich weiß nicht, es hört sich so nach Ende schon an. Also ich weiß, dass das Spiel nicht besonders lang ist, aber das wäre halt doch ein bisschen. Da wäre ich halt doch ein bisschen sehr schnell durchgerusht. Muss ich zugeben. Ladebildschirm. So. Dann gucken wir mal. Kann mich natürlich auch getäuscht haben. Weil, ich weiß nicht, ist das jetzt hier oben der Berg? Eriks Haus. Okay. Maybe Espen's inside. Maybe. Ist das jetzt ein Easter Egg? Kommen wir denn hier noch hin? The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of 100 children, more, cast away like wrapping paper. It was a tomb, a sepulcher. The terror these children must have felt, the confusion, their only comforts torn from them. I knew then, I wasn't just going to catch up to Erik and save my son. I was going to kill him. Okay, das war jetzt nämlich genau das. Also ich weiß nicht, kommen wir da rein? Doch. Lol, ein Schloss. Vielleicht finde ich ja noch Hinweise, wie wir da reinkommen. Lol, auch ein Schloss, war. Mom! Oh, Espen! You found my reflectors! Yes, I found them, little man. Are you okay? Did he hurt you? Mom, I'm fine. You're sure? Yes. Okay, come on. We have to get out of here right now. Mom. He could be back any minute. I think we just have to run. Mom! Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go! Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Espen. You don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Espen? He's coming. Quick, hide. You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy. Nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children? They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They should decide if they live or die! You lied to them! Lured them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't you touch Mom, him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! Mom! I'm sorry.